ist uns in Brüssel abgegangen. Wir haben sie vermisst. Das muss man auch mal sagen, unter Kollegen, oder? Ich hatte aber einen wichtigen Job da zu erledigen. Ja, in Brüssel haben wir nie einen wichtigen Job zu erledigen. Das ist das Schöne. Ich muss eigentlich auch dazu sagen, weil du gerade gesagt hast, wir haben geh mal vor, oder komm rum, oder? Weil du gesagt hast, wir haben nie irgendwas zu sagen in Brüssel. Ganz so ist es natürlich auch nicht. Ja, das hört sich dann immer so furchtbar an, bitte? Lauter! So besser. Sag, weil sie gesagt hat, wir haben nie einen Job zu erfüllen in Brüssel und haben nichts zu melden. Ein bisschen was zu melden haben wir natürlich schon, meine Damen und Herren. Und es hat mich gefreut, Peter Faeser, herzlichen Dank für die Einladung heute noch einmal. Ich war ja, wann war es denn, letztes Jahr oder dieses Jahr noch, waren wir in Kempten zusammen unterwegs. Und heute hier in die Gruppe zu schauen, in die Menge zu schauen, das erfüllt mich schon mit Stolz. Es ist schön, wie viele den Weg hier heute hergefunden haben. Herzlichen Dank, großen Applaus an Sie übrigens, meine Damen und Herren. Ich will jetzt klatschen, für sich selber. Es ist natürlich nicht selbstverständlich, den Weg hierher zu finden, zu einer Gruppierung, zu einer Partei, zu denjenigen, die sich noch trauen, die Wahrheit zu sagen. Christine hat es gerade schon richtig erwähnt. Diejenigen, die tatsächlich noch den Finger in die Wunde legen und hergehen und sagen, hier stimmt etwas fundamental nicht in unserem Staat. Und das sagen wir genauso in Brüssel, wie wir es in München sagen, wie wir es, Peter, du in Berlin sagst. Es stimmt etwas nicht. Dieser Staat ist nicht mehr der Staat, den wir vor 10 Jahren bei Gründung unserer Partei noch hatten. Und deswegen freut es mich natürlich, heute hier zu sein und euch, wie du es gerade gefordert hast, unter die Arme zu greifen, den Rücken zu stärken. Das mache ich natürlich im Allgäu besonders gerne. Ich bin gerne hier zu Besuch, weil hier das Herz noch im rechten Fleck ist. Hier hat man noch nicht vergessen, welche Bedeutung Religion hat, welche Bedeutung die Familie hat, welche Bedeutung das Dorf hat. Welche Bedeutung der Zusammenhalt bei uns in diesen verschiedenen Gremien auch hat und dass wir alle, insbesondere natürlich in der Familie, insbesondere natürlich die Vereinigung von Mann und Frau mit Kindern, mein Kind war die am 20. Mai übrigens, die Vereinigung von Mann und Frau die Grundlage dieser Gesellschaft ist. Und das haben unsere Eliten, wie wir sie so schön nennen, dazu gehören gescheiterte Kinderbuchautoren, die ihnen erklären wollen, wie die Wirtschaft funktioniert. Absurd. Das haben diese Eliten in Berlin und Brüssel, in München und anderswo schon längst vergessen. Wir haben eine abgehobene Kaste mittlerweile, die eben gar nicht mehr weiß, wie Wirtschaft funktioniert. Die gar nicht mehr verstanden hat, wie wichtig es ist, morgens zur Arbeit zu kommen und sich diesen Arbeitsweg auch leisten zu können. Das bringt mich dazu übrigens. Ich bin heute 750 Kilometer aus Brüssel hergefahren. Ich darf mich entschuldigen für die halbe Stunde Verspätung, ihr Freundling. Das liegt am furchtbaren Nachbarstaat Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, das mich nicht mal einmal ein Fahrverbot von einem Monat gekostet hat, sondern auch gezeichnet ist von Staus, Blitzern, ich weiß gar nicht, was noch alles. Ja, furchtbar. Also Baden-Württemberg, insbesondere der Stuttgarter Raum, unglaublich. Ja, das nächste Mal rechne ich 3 Stunden mehr ein Fahrzeit, dann haben wir es vielleicht irgendwann einmal. Nein, aber diese Leute, die genau für diese Politik verantwortlich sind, die Blitzer an alle Ecken stellen, die ihnen vorschreiben wollen, wie, mit was und wann sie zu fahren haben, die sind eben gerade am Ruder und das wollen wir eben gerade nicht. Und deswegen freut es mich, wie gesagt, dass Sie heute hier sind und sagen, wir verstehen das, wir wollen bei diesem Spiel nicht mehr mitspielen. Meine Damen und Herren, ich bin aus Ingolstadt. Ingolstadt ist der Konzernsitz von Audi, das wissen Sie wahrscheinlich, 35.000 Mitarbeiter direkt bei Audi, dann haben wir noch ein paar mehr in der Zulieferindustrie. Man sagt, wenn Audi hustet, dann bekommt die Region eine Lungenentzündung. Jetzt habe ich gesehen, Sie haben hier die Firma Svoboda im Raum, glaube ich, als Automobilzulieferer. Und wir haben hier in der Region Kempten alleine 20.000 Menschen, die direkt oder indirekt am Automobil hängen. 20.000 Menschen, die damit auch am Verbrennermotor hängen, die an einer Technologie hängen, die nicht nur hier in Deutschland entwickelt worden ist und gegründet worden ist und erfunden worden ist, sondern die tatsächlich auch Herz und Wohlstand unseres Landes definiert hat über Jahrzehnte hinweg. Und wenn ich das sage, dann meine ich nicht nur unseren Wohlstand, wie wir ihn jetzt gerade haben, sondern auch den Wohlstand unserer Eltern- und Großelternfamilien. Wir haben dieses Land über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut. Übrigens genauso wie Sie, wenn Sie das heutzutage hören mit den Migranten, die einbezahlen in die Rentenversicherung und so weiter oder rausbekommen aus der Krankenversicherung, Sozialversicherung, wo sie alle gerade ihre Töpfe haben. Bullshit. Ja?
Wir sind deswegen berechtigt, aus diesen Töpfen zu beziehen, weil nicht nur wir einbezahlen und einbezahlt haben, sondern unsere Eltern, Großeltern und deren Generation davor. Das gibt uns das Recht, von diesem Staat zu profitieren. Nicht nur, weil ich gerade daherkomme und sage, ich muss jetzt profitieren dürfen, weil ich humanitär bedürftig bin. Das ist Blödsinn, lass Sie das niemals einreden. Wir sind deswegen Teil des Staates, wir sind deswegen Teil dieses Volkes. Wann haben Sie diesen Begriff zum letzten Mal gehört? Deswegen Teil dieses Volkes, weil unsere Eltern, das waren die Großeltern und die Generation davor. Und jeder, der sich hier integrieren will und hierher kommt mit guten Absichten, dass er sagt, er will seinen Beitrag leisten, der ist uns hier wohlgesonnen und willkommen. Das lehnen auch wir in der AfD nicht ab. Wir sind nicht für die Nullmigration. Wir wollen nicht keine Ausländer in Deutschland. Das ist Quatsch, lassen Sie das nicht einreden. Selbstverständlich wollen wir Ausländer hier. Selbstverständlich wollen wir Fachkräfte aus dem Ausland. Aber eben nur diejenigen, die sich an die Spielregeln halten. Und der ganz große Teil derer, die gerade hier im Lande sind, hält sich eben nicht an die Spielregeln, meine Damen und Herren. Haben Sie gewusst, dass wir jetzt gerade im vergangenen Jahr 2022 die höchste Asylkrise und Migrationskrise haben seit 2016, seit dem letzten Höhepunkt 2015. Wir stehen vom Bersten in diesem Lande. Unser Sozialsystem steht vom Bersten. Und all das schaut man sich mit an. Man lässt es ablaufen. Oder die Gesinnung der Humanität. Ja? Wir sind so alle so menschlich. Die offenen Grenzen, no nation, no borders. Das haben Sie 2015 zum letzten Mal gehört. So was ist dann gekommen, die Kölner Domplatte. Richtig. Mehrere hundert Fälle sexueller Übergriffe in Köln. Es gibt Leute, die sind nicht integrierbar und das müssen wir akzeptieren. Und das muss endlich auch die Politik akzeptieren, meine Damen und Herren. Was wir auch akzeptieren müssen ist, dass es Entscheidungen gibt, die der Staat uns nicht abnehmen kann. Die der Staat den Privaten und den Unternehmern nicht abnehmen kann. Wir können den Unternehmern nicht vorschreiben, was sie zu produzieren haben. Aber genau an dem Punkt sind wir jetzt gerade. Und das ist auch das Hauptproblem der Politik in der heutigen Zeit. Die Besserwisserei. Ich weiß es besser als Sie, wie Sie morgens zur Arbeit kommen. Ich weiß es besser als Sie, was Sie produzieren sollen in Ihrer Firma. Ich weiß es besser als Sie, dass Sie vielleicht besser Insekten essen, als einen Schweizbraten am Sonntag. Alles Blödsinn. So ist dieses Land niemals groß geworden, meine Damen und Herren. Das Land ist groß geworden durch freien Unternehmergeist, durch mutige Unternehmer, durch diejenigen, die in der Lage waren, die willens waren, ein Risiko zu tragen, die gesagt haben, wenn diese Unternehmung schief geht, wenn meine Idee schief geht, dann mache ich eben Bankrott, dann gehen meine Arbeiter eben in die Arbeitslosigkeit, ich selber trage das Risiko, aber am Schluss schöpfe ich auch den möglichen Gewinn ab. Und das ist heutzutage eben nicht mehr der Fall, meine Damen und Herren. Wenn ich höre, dass wir hier in der Region 20.000 Arbeitsplätze haben, die am Verbrenner, am Auto hängen, der Staat in Berlin und in Brüssel aber hergeht und sagt, 2035 ist Schluss mit der Verbrennertechnologie, dann fasse ich mir ans Hirn. Wer hat diesen Leuten, und jetzt kommen wir zu meinem Ausschuss, der ist nämlich Industrie, Forschung und Energie, das ist genau dieses Thema jetzt gerade. Wer hat diesen Leuten jemals eine Rechnung vorgelegt, die ihnen sagt, was sie dann am Schluss noch exportieren können? Na, in Südamerika, da kauft ihnen keine Elektroautos ab. In Afrika kauft ihnen keine Elektroautos ab. Und in vielen anderen Teilen der Welt eben auch nicht. Gleichwohl gibt es Politiker, die sagen, dass dem Elektroauto gehört die Zukunft. Das Batterieauto, das ist das, was wir in Zukunft haben müssen und fahren sollten. Vielleicht ist es nur eine Übergangstechnologie, schauen wir mal, aber darum geht es am Schluss gar nicht, meine Damen und Herren. Es geht darum, dass diese Leute, die diese Entscheidung getroffen haben, mit der sie am Schluss 1,2% unserer CO2-Emissionen reduzieren wollen, dass sie ihnen nicht nur vorschreiben wollen, was wir produzieren sollen, wie sie fahren sollen, wie sie bewegen sollen, sondern dass sie am Schluss ihnen auch ein Stück der Freiheit nehmen. Und damit meine ich nicht mehr nur die unternehmerische Freiheit, zu produzieren, was man will und von dem man überzeugt ist, sondern damit meine ich am Schluss auch die Fortbewegungsfreiheit. Das, was die Kollegin Andersen gerade angesprochen hat, die Freiheit in so vielen Aspekten, in der Familie beispielsweise, die Freiheit auch, das zu sagen, was die Wahrheit ist, hinter dem man steht, das wird hier nochmal korrumpiert, da wird nochmal eins oben drauf gesetzt. Ich klaue Ihnen sogar die Möglichkeit, morgens irgendwo hinzufahren, sei es zur Arbeit, zum Kindergarten, zum Supermarkt, zur Bank oder zu sonst irgendwas, zum Friseur, wenn Sie so wollen. Das soll Ihnen auch noch genommen werden. Dann glauben Sie denn wirklich,
Es wäre mir heute möglich gewesen, von Brüssel hierher zu fahren, wenn ich keinen Diesel gehabt hätte. Na, da wäre ich dann morgen früh da. Und hätte schauen können, wer noch da gewesen wäre. Aber am Schluss geht es genau darum. Es ist ein weiteres Stückchen Freiheit, das uns genommen werden soll. Und Sie sehen es jetzt schon in Modellen. Ich fahre einen Volvo, ich werde immer wieder kritisiert, warum fährst du kein Audi, du kommst aus Ingolstadt, nein, ich fahre einen Volvo, ich gebe es hier nochmal offen zu. Aber die Firma Volvo beispielsweise, die ist jetzt hergegangen und hat nicht nur gesagt, wir wollen kein Leder mehr, wir wollen nur noch so vegane Stoffe im Innenraum und sowas, das ist auch schon lustig, ich habe ein älteres Baujahr, das ist noch nicht so tragisch. Aber die gehen jetzt her und haben entsprechende Modelle auch, wo man sich das Auto teilen kann, mit den Nachbarn beispielsweise oder mit Freunden oder sowas. Warum geht es denn darum? Na, weil man so am Schluss das Fahrzeug überhaupt nicht mehr leisten kann. Das ist das entscheidende Problem. Und zwar nicht mehr von den Anschaffungskosten her, sondern eben auch von der Möglichkeit der Bezahlung des Energieträgers her. Denn auch Strom wird irgendwann, und wir hatten die ersten Modelle ja jetzt schon, nicht mehr rationiert werden, wenn es darum geht, sich fortbewegen zu wollen. Dann sagen wir, Strom ist wichtiger in anderen Bereichen aufgehoben, beispielsweise bei der Produktion, sondern eben auch bei den Stromkosten irgendwann einmal. Das ist der entscheidende Punkt. Es geht hier also auch um Freiheit im Bereich der Fortbewegung. Und da sind wir natürlich genau im nächsten Bereich, nämlich Energie generell. Energie generell, das wurde hier auch schon angesprochen, wir mittlerweile, ich denke an den Ebersberger Forst jetzt gerade, da haben wir eine erfolgreiche Unternehmung gestartet im Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments. Deswegen, wir können durchaus mal das machen, wenn wir wollen, ja. Und die Möglichkeit dazu haben, da ging es um 3 Windräder, Nabenhöhe, glaube ich, beim höchsten 180 Meter in einem Flora-Fauna-Habitat, vorher völlig undenkbar. Jetzt, wo wir sagen, wir wollen die Welt retten, wir denken wirklich, wir können in Deutschland die Welt retten, wir können im Ebersberger Forst die Welt retten, da spielt das alles keine Rolle mehr, was wir dort haben. Roter Milan, Schwarzmilan, scheißegal, ja, wir wollen jetzt Windräder aufstellen im Ebersberger Forst. Flora, Fauna, Habitat, alles wurscht. Alle Regeln, die wir vorher hatten, werden jetzt außer Kraft gesetzt. Es geht jetzt darum, die Welt zu retten. Und das ist das entscheidende Problem, meine Damen und Herren. Die Leute, die ich vorher erwähnt habe, diese Elite, die in Berlin und Brüssel regiert, die häufig keine Ausbildung hat, die weder studiert hat, noch eine Lehre abgeschlossen hat, noch irgendwann einmal eine, was weiß ich was, praktische Erfahrung gesammelt hat. Die Leute, die ihnen vorschreiben, Elektroautos zu fahren, obwohl sie nicht einmal einen Reifen wechseln können, meine Damen und Herren. Diese Leute. Wir gestalten den Rahmen neu, den Rahmen unserer Gesellschaft und wollen jetzt alles außer Kraft setzen, was vorher lieb und teuer und heilig war. Und das kann es nicht sein. Wir können nicht permanent den Rahmen neu setzen. Wir brauchen mal einen Rahmen, an den sich unsere Gesellschaft halten kann, mit dem wir kalkulieren können, der über Jahre und Jahrzehnte gleich bleiben soll. Wir brauchen auch Verlässlichkeit in der Politik. Und diese Verlässlichkeit, das sehen Sie jetzt gerade, die gewährt Ihnen weder die Union, die gewährt Ihnen weder die SPD, die gewährt schon gar nicht die Grünen und die Liberalen, sondern die gewährt nur die AfD, meine Damen und Herren. Wir haben studiert, wir haben gelernt, wir haben gearbeitet, wir wissen, wie es läuft. Deswegen lasse ich nicht aufs Glatteis führen. Es geht hier um weit mehr als um wirtschaftliche Freiheit. Es geht um weit mehr als Fortbewegungsfreiheit. Es geht nicht um die wirtschaftliche Transformation, und auch das ist vorher schon angeklungen. Es geht hier am Schluss um die gesellschaftliche Transformation. Sie sind diejenigen, die am Schluss Insekten fressen sollen. Sie sind diejenigen, die sich mit ihrem Nachbar ein Elektroauto teilen sollen, das dann auch noch rationiert wird von Tag zu Tag. Sie sind diejenigen, die ein schlechtes Gewissen haben sollen, wenn sie ihren Müll falsch rausstellen, nicht sauber trennen, bei Rot über die Ampel gehen, dann sind wir im Sozialpunktesystem. Sie sind diejenigen, die am Schluss all diese Sachen gar nicht machen wollen, dazu aber gedrängt werden vom Staat. Das sind totalitäre Ansätze, meine Damen und Herren. Und deswegen schauen die gerade so nach China. Und das wissen die haargenau. Die wissen haargenau, dass ein normaler, rationaler Mensch all das, was diesen Typen vorschlägt, gar nicht machen will und im Regelfall auch gar nicht machen und leisten kann. Deswegen sind wir gerade in einem System drin, das ihnen früher oder später natürlich auch Anreize, heißt es dann, setzen wird. Das ihnen irgendwann Punkte geben wird, wie regelkonform sie es verhalten haben und dann natürlich auch entsprechend zu regeln, die sich auch eventuell im Monatsrhythmus ändern. Meine Damen und Herren, wenn Sie auf diese wirtschaftliche Transformation, die am Schluss auf eine gesellschaftliche Gängelung und auf Totalitarismus abzielen wird, keine Lust haben, dann bleibt Ihnen nur eine Wahl, und das ist unsere Partei, das ist die AfD, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank!